Erneut entfaltet sich meine Blüte, deren Blätter ich hier darbiet. Rap zum Beat, der wie designed ist von Megumi Ishitani. Ein heilender Wind auf deiner emotionalen Wetterkarte und weitere Schritte in Richtung des Gipfels. Independent, ohne Major-Promo oder penetrante Postings, da mein Talent sich durchsetzt. You enter my vortex, herzlich willkommen im Zeichen der Rose. Vom Harz bis zum Alpenvorland ist sie Teil meiner Symbolik. Tracks die Fotos deiner Hölle zum Himmel, reise nach oben. Somit seid ihr dabei, obwohl ich allein bin. Vorher schreite ich noch mit Mom vor das verschneite Grab von Oma und verspreche, dass ich des Teufels Provokationen nicht zulass, mich nicht auf sie einlass, egal wie viel Schergen er noch sendet. Er intrigiert im Hintergrund und wirkt in Form von fremden Menschen. Ich hoffe, durchschaut sie und was sie gern vergessen. Wenn man besonnen ist, empfängt man Essenzen von Engeln. Breite beide Arme aus für das Antoniuskreuz und du greifst mir wieder unter die Achseln und ich flieg davon über die Flächenbrände, wie ich es einmal schrieb mit Kochira. Schön zu sehen, wie viel ich von euch bisher inspiriert hab. Und ich weiß, ihr seid alle wieder dabei. Sogar die, die mich begannen zu hassen, ziehen sich meine Lieder rein. Beides ist für mich ein Zeichen von Liebe. Die eine ist rein, die andere ist bizarr und sucht das Leid. Doch ich mach da wirklich keinen Schwarz- und Weiß-Vergleich. Alle finden sich wie immer bei mir ein. Hi. Faszinierend die Tracks, die meist beim Publikum beliebt sind, habe ich in wenigen Minuten runtergeschrieben. Die Komplexen sind so viel für die Masse, weshalb ich mich heute freier fühle als früher und es ganz natürlich fließen lasse. Doch definitiv ist mein Stil gewachsen und die Blüte strahlender. Wenn man sie detaillierter betrachtet, sieht man all die filigranen Verzierungen, die man nie beachtet hat. Und bist du aufgewacht, nimmst du die Wunder Gaias wahr. Bei mir schon dadurch, dass ich sie aufs Blatt schrieb. Was Buddha sah im Lotus, sehe ich auch in völlig Trivialem, in den verrücktesten Sachen. Sogar in einem zusammengeknüllten Papier. Es klappt, wenn du einen gewissen Blick dafür hast, denn nichts ist, wie es scheint. Was du siehst, wird über Abermilliarden Jahre zu allem, was heute ist, verschweißt und wird genauso auch wieder zerfallen. Fragt man mich also, warum fällt dir so viel ein? Dann sag ich, ich hab die Gabe, Lieder zu kreieren von neuem, indem ich Ordnung aus dem Chaos schaffe. Mich fokussiere sie tief hinein in Shivas Sein. Beim Augenschließen vor dem Schlafen gilt es, die Lichtpartikel zu bündeln. Ich schiel auf das Dritte, wenn ich deep dive. Surfe mit dem Wissen auf der Zunge, spitte Freestyle direkt aus der Quelle wie Geysire in Island. Ich bändige alle vier Elemente, gedenke den Writern, DJs, B-Boys und Girls, trage die Legacy echter MCs weiter und burn Schlechtes im Eternal Fire. Eigentlich reicht mir für ein Album auch ein Tag, doch dafür bin ich leider zu sehr Nerd. Ich lieb die Mathematik von Sprache zum Beat, das Reim und Verschachteln von Wörtern. Ist wie für einen Bildhauer das Meißeln von Skulpturen. Leidenschaft ohne Feinschliff ist kein Beitrag zur Kultur. Im Moment entwickeln sich scheinbar auch nur die Produzenten. Aus Scheiße wird Gold, sie machen all Chemie mit Wagness, man soll schon davon sprechen, dass Rhythm und Poetry stirbt. Wahrscheinlich lese ich deshalb so gern. Deutschen Rap kann ich nicht hören, bis auf seltene Hoffnungsmomente. Ist mir die Zeit, mich mit deren Tracks zu beschäftigen, nicht wert. Gerne sagt mir, dass ich arrogant bin. Doch solche Texte, wie die heutzutage schreiben, schrieb ich in der 6. Klasse. Ja, ich halte stolz die Fahne hoch für Rap. Doch ich fühle auch Außenstehende zu 100%, die sagen, das ist der letzte Dreck. Wartet ab und trinkt einen Tee wie ich. Ihr werdet noch früh genug sehen, wie insane und extrem mein Level stieg. Mit 40 kam ich an die Stelle, an die ich schon immer wollte. Nachdem ich lief durch die Hölle, stimmt nun alles, auch die Stimmkontrolle. Live brennt das Feuer in meinem Herzen, lichterloh. Du merkst, es ist nicht mehr bloß eine Hip-Hop-Show. Das ist Ich bin du.